Ja, mein Lebensmotto, klar, ich glaube, jeder hat insgeheim irgendein Lebensmotto. Ich lebe eigentlich gerne danach, einfach just do it. Mit dem bin ich schon oft gut gefahren und habe gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb ja, ist das ein Lebensmotto, das mich durch mein Leben hinweg her schon ein bisschen begleitet hat. Ja, ich glaube, so mit Stadionatmosphäre hat man, glaube ich, als Fußballer mehrere Geschichten zu erzählen. Ich glaube, jeder kann davon oder schwärmt davon, von seinem ersten Bundesligaspiel, wenn man eingewechselt wird. Da hat man schon Gänsehaut. Von seinem ersten Bundesligator auf jeden Fall, dass ich in Dortmund damals wurde ich eingewechselt als ganz junger Bursche und habe das 1-0 damals geschossen. Das war ein wichtiger Sieg, das weiß ich noch. Das erste Champions League-Spiel, wenn man die Hymne hört, auf jeden Fall. Was ein ganz besonderes Erlebnis war, war auch in Celtic Glasgow mit Gladbach. Die Atmosphäre, da werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja, da gibt es so ein paar Erinnerungen, die im Kopf sind, aber ja, ich glaube, es ist immer wieder schön, jedes Mal in Stadien aufzulaufen, aber wie gesagt, so drei, vier Erinnerungen hat man dann doch schon. Ja, im privaten Leben gibt's, glaube ich, immer wieder mal was, wo man vielleicht weinen oder lachen kann. Also was mich jetzt vor kurzem erst so vor ein paar Monaten getroffen hat, ist mein Opa verstorben. Das war so für mich so der erste Rückschlag, den ich jetzt mal so privat einstecken musste. Man kennt, glaube ich, viele, die immer erzählen, dass schon mal jemand gestorben ist. Bei mir war es der erste Verlust in meiner Familie, so deshalb war das, ja, war, glaube ich, dann, wenn man auch noch so ein emotionaler Mensch ist, ist das schon krass. Ja, das war so mit das negativste Erlebnis, das ich im privaten Bereich hatte. Das Positivste, ja, da gibt's ganz, ganz viele. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gesund sind. Und mein Bruder hat vor ein paar Monaten, vor 5 Monaten circa, auch ein Töchterchen bekommen. Größter privater Wunsch ist, wie gesagt, was ich glaube, jeder wünscht, Gesundheit für die Familie, dass alles so verläuft, wie man sich das vorstellt. Und wenn man dann natürlich noch an andere ja, materiellen Dinge oder Dinge, die man sich erfüllen kann, was außerhalb von der Familie steht, dann ist das schon so, ja, so ein Traum, ein Flug ins Weltall, den ich mir gerne erfüllen würde. Ja. Was ich gerne mal machen würde, auf jeden Fall, ist ins All fliegen, wenn man das irgendwann mal machen kann. Also wie gesagt, so ganz, ganz besondere Dinge, die ein Mensch nicht alle Tage erleben kann, das fasziniert mich ungemein. Und explizit das dann, was alles mit Weltall oder sowas zu tun hat, da bin ich schon sehr interessiert. Ja, ich glaube, das sagt fast jeder, das Handy. Ich glaube, das ist auch mittlerweile, kann man sich's ohne Handy auch nicht mehr vorstellen. Was ich eigentlich auch immer dabei habe, ist mein Laptop, weil ich doch ganz gerne auch Serien oder Filme schaue. Aktuell auch sehr gerne Suits. Wenn ich da mal angefangen habe, dann bin ich da echt so ein Suchti, der nicht mehr aufhören kann. Also ich bin da total fanat drin. Deshalb ist, glaube ich, ja, wie gesagt, das Handy und der Laptop muss immer dabei sein. Ich reise echt gerne, also ich versuche auch irgendwann mal fast, wenn es geht, die komplette Welt gesehen zu haben. Ich war zum Beispiel auf den Seychellen letzten Sommer, war aber auch schon in Amerika, war schon im Osten der Welt unterwegs, sprich in Malaysia, Singapur. Unser nächstes Ziel meiner Frau ist dann Afrika, da wollen wir eine Safari-Tour machen in Tansania. Das ist, glaube ich, ein Erlebnis, das gehört auch zur ganz besonderen Art. Ja. Ansonsten, wie gesagt, versuche ich schon ganz, ganz viele Dinge auf der Welt zu sehen. Ich glaube, es ist so interessant, was man alles sehen kann und versuche, so viele Orte wie möglich zu bereisen.
Ja, nach der Karriere kann ich mir gut vorstellen, erstmal ein, zwei Jährchen gar nichts zu machen, beziehungsweise, um auf Eben zurückzukommen, die Welt zu bereisen, vieles zu sehen. Aber des Weiteren, ja, da man hat schon so das ein oder andere im Hinterkopf, was man nach der Karriere starten kann, weil 40, 50 Jahre lang gar nichts mehr tun, das ist auch langweilig. Ich glaube, irgendwann braucht man wieder eine Beschäftigung, braucht einen Alltag. Da gibt es schon ein, zwei Überlegungen, die auch schon teilweise in die Tat umgesetzt sind, aber ob das dann wirklich in, sag ich mal, 10 Jahren vielleicht so kommen wird, das ist noch eine lange Zeit, das kann man nie voraussagen, aber ja, ich glaube, mein Wunsch wird erstmal sein, ein, zwei Jährchen vielleicht um die Familie sich zu kümmern, wenn man Kinder hat, und dann hat man hoffentlich das Glück, dass man die restlichen Dinge in Ruhe angehen kann und schauen kann, was das Leben noch von sich gibt. Ja, erstmal beruflich, klar, Fußballprofi zu sein oder damals geworden zu sein, ist, glaube ich, ein Riesentraum. Wenn man als kleines Kind schon Fußball spielt, dann träumt da jeder von. Das ist, glaube ich, dass ich das erreicht habe. Ja, da bin ich ungemein stolz drauf, und das war auch ein großer Lebenstraum von mir. Privat, ja, ich glaube, ich habe eine ganz, ganz tolle Familie. Da ist man glücklich drüber, wenn man sowas hat. Und ja, wie gesagt, ich bin schon verheiratet. Was jetzt nur noch fehlt, sind die Kinder. Ich glaube, wenn die gesund auf die Welt kommen, wie viele es auch immer werden sollten, dann glaube ich, ist mein Leben schon nah an der Perfektion dran.